Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, lange hat es gedauert, heute ist es soweit. Ich kann euch final die Produkte von MEM Erotica vorstellen. Freitag 19 Uhr, also übermorgen, ist der Drop. Ihr wisst das, schnell sein, wer sicher sein will, dass er ein Produkt bekommt, der auf jeden Fall pünktlich um 19 Uhr am Start sein. Wir werden heute ganz schnell die Produkte durchgehen. Die meisten Designs kennt ihr eh schon. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht mehr großartig drauf eingehen. Wer zur Storyline, zu den einzelnen Dingen noch was wissen möchte, hier nochmal die Designvorstellung. Ein paar Produkte sind dabei, die haben wir noch nicht gesehen. Die werden wir uns heute auch noch anschauen. Zu den Fittings, ihr habt es im Trailer schon gesehen, der ist am Sonntag erschienen. Da seht ihr, wie die Produkte liegen, aber jetzt einfach auf MEM Vienna auf Instagram gehen. Da sind mittlerweile schon die Pullover hochgeladen. Da seht ihr, wie die Produkte fitten. Die Hosen sind mittlerweile online und die Shirts kommen morgen auch noch. Morgen, am Donnerstag, werden dann auch schon die Produktfotos auf der Homepage erhältlich sein. Da seht ihr auch dann mit Größenangaben, was eure Größe wäre, mit Größentabelle und was die Models so tragen. Wir werden heute die einzelnen Produkte durchgehen. Wir haben in dieser Kollektion Shirts, wir haben einen Zip-Hoodie, wir haben einen Hoodie, wir haben eine Jeans, eine Lederhose, einen Buckethead. Die Cap ist jetzt noch nicht da, deswegen haben wir das Ganze ein bisschen verschoben. Die zeige ich euch dann auch noch eingeblendet und natürlich auch den Lack of Confidence, den Nagellack für Männer. Gut, ich würde sagen, wir starten mit den Shirts. Das erste Shirt, das ich hier trage, seht ihr schon, das ist das MEM VIE Shirt. Zu den Details, wir haben 300 GSM, ein sehr dicker Stoff, das wurde nochmal gewaschen. Wir haben ein ähnliches Fitting, wie ihr das von den Produkten von MEM schon kennt. Etwas kürzer noch, aber genauso, dass es auf Schrittlänge aufhört. Ich bin 1,81 groß und wiege 83 Kilo. Und hier hinten seht ihr dann nochmal das Backprinting. Das ist unser MEM VIE Shirt mit unseren MEM VIE Girls. Die Storyline dahinter kennt ihr. Also ein bisschen eine Polizeigeschichte vielleicht, einen leichten Touch. Ansonsten nochmal im Video abchecken. Über das Premiere-Shirt werde ich jetzt nicht großartig reden, weil die Chancen sind sehr gering, das beim Drop noch zu bekommen. Habe ich schon einiges dazu gesagt. Der Vibe mit den 2000ern, auch so leicht autobiografisch, natürlich nochmal im Video nachzusehen, wo die Designvorstellung ist. Ja, das zu dem. Wer auf das Shirt gehen möchte, viel Glück, aber ich würde euch eher raten, vielleicht auf Shirts wie zum Beispiel auch unser klassisches Erotika-Shirt auszuweichen. Auch hier haben wir einen sehr dicken Stoff von 300 GSM. Schnitt ist gleich mit dem klassischen Erotika-Logo mit dem O als Kussmund. Ein Shirt, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Auch das erste, was entstanden ist bei unserer Kollektion. So, ein Shirt, das von einigen von euch ein richtiges Favorite ist, ist dieses Martini-Shirt, MEM Martini-Shirt. Wir haben hier diesen klassischen Martini-Vibe, auch die Farbe erinnert so leicht an ein Raucherlokal. Die Dame raucht hier nämlich auch und wie man hier schon gut erkennen kann, das Produkt ist Distressed. Das heißt, wir haben nicht nur den Kragen bearbeitet, sondern auch hier unten immer wieder leichte Einschnitte wurden hier gemacht von unseren fleißigen Produzenten in Portugal mit der Schleifmaschine. Das heißt, alles handmade, auch ein Produkt, das ich sehr, sehr feiere. Ist im Trailer auch ganz gut angekommen und mischt so ein bisschen die Kollektion mit einem neuen Colorway auf. Jetzt schauen wir zu einem Produkt, das ich persönlich sehr, sehr feiere. Dazu werde ich mich ganz, ganz kurz umziehen. So, frisch umgezogen in unserem MEM Kurzarmhemd. Das allererste Hemd, das wir rausgebracht haben und ich bin mega zufrieden. Wir haben einen Neoprenstoff mit metallischen Veredelungen und hier einer Dame, aber nur leicht verblasst, die hier einen Skelettkopf aufweist vom Schnitt her. Es ist unfassbar bequem, es bleibt an Ort und Stelle. Das Neopren wirft keine Falten. Wenn du das zerknüllst, das bleibt trotzdem in Form. Der Stoff ist unfassbar angenehm und wir haben an dem Fit herumgeschraubt. Also das ist eins meiner absoluten Lieblingsprodukte. Sieht man auch nochmal morgen ein Fitpick davon auf MEM Vienna. Deswegen unbedingt auf die Instagram-Seite vorbeischauen, weil da kommt auch morgen noch die Pricelist und der Size Guide. Also da auf keinen Fall vergessen. Das ein Geheimtipp von mir. Das war's zu den Shirts. Jetzt gehen wir zu den Hoodies. Wir haben zum einen, was für viele sehr, sehr gefeiert wird, ist unser MEM Erotica Zip. Das ist für mich so dieses klassische Beispiel der Kollektion Erotica. Wir verbinden ja zum einen ästhetische, verruchte Vibes aus der Burlesque-Szene, die auch elegant mit dem MEM Zipper gelöst sind. Auf der anderen Seite haben wir aber diese roughen 2000er Eskalierer Club Vibes, deswegen auch so leicht dieses Etardi-Design und da unten nochmal als Double-Zip mit einem Dosenöffner. Also hier sehen wir genau die Symbiose dieser zweier Themen. Auch hier 450 GSM, sehr, sehr dicker Stoff. Hinten nochmal das Detail mit dem MEM Stitching. Auch ein Produkt, was sehr viele feiern. Gibt es auch noch Fitpicks auf MEM Vienna. Da auf alle Fälle reinschauen. Und zum Schluss jetzt noch unser letzter Hoodie in einem rosa Ton gehalten. Auch ein Produkt, was sehr, sehr gut bei euch ankommt mit diesem kräftigen Rosa, das sich sehr gut in die Kollektion einfügt, mit einer anderen Bauchtasche, wo aber trotzdem nochmal
ein rosa Stitching gemacht wurde. Und hier haben wir unsere klassische Burlesque-Dame, die von einem Künstler gezeichnet wurde. Was viele nicht wissen, die Schriftart, die hier gemacht wurde, die haben wir nicht einfach irgendwo herausgeholt und draufgeklatscht, sondern das wurde tatsächlich vorher auf einem Spiegel mit Lippenstift geschrieben, abfotografiert, bearbeitet und dann noch auf den Hoodie geprintet. Wir haben hier hinten nochmal ein Ton-in-Ton MEM-Stitching, um das Ganze abzurunden. Kein Distressed, ebenso wie beim Zip-Hoodie. Und fit ist, so wie es auch immer wieder gefeiert wird. Grüße gehen raus an Ned Sadikai. Eine 10 von 10 und auch die Qualität ist seiner Meinung nach eine 10 von 10, was uns natürlich sehr viel freut, weil da viel Arbeit drinnen steckt. Das waren unsere Tops. Kommen wir zu unseren Pants, liebe Freunde. Wie ihr wisst, wir bringen eine Jeans heraus oder haben eine Jeans herausgebracht, sowie eine Lederhose. Zum Fitting zeige ich euch jetzt zuerst mal die Jeans, wie man hier gut erkennen kann. Vielleicht die Kamera kurz nach unten schwenken. Sitzt das Ganze sehr, sehr gut. Wir haben die stackenden Vibes. Wir haben hier eine Carpenter Pants, das heißt, wir haben ein Double Knee mit einer besonderen Waschung. Auch hinten sitzt der ganze Bums ziemlich gut mit MEM Stitching, aber hier auch nochmal mit einem MEM Metall-Logo dahinter. Bin sehr begeistert von der Jeans, meine Lieblingsjeans. Wir haben so lange an diesem Schnitt herumgefeilt. Allein die Hose hat ein halbes Jahr lang in der Produktentwicklung benötigt, aber das Endprodukt kann sich sehen lassen. Großes Dankeschön an die Props, die wir dafür schon bekommen haben. Kommen wir zur letzten Pants, die hat ihre Aufmerksamkeit noch nicht bekommen, Freunde. Übrigens, weil ich da jetzt gerade das MEM-Tag sehe, so sehen die MEM-Tags aus. Wir haben hier vorne das klassische MEM-Logo und auf der Rückseite ja, einen Safari-Screenshot. Ich werde die Hose jetzt mal ganz kurz für euch anziehen, damit ihr euch da nochmal ein Bild machen könnt. Gibt aber auch nochmal Fitpics auf Instagram. Jetzt tragen wir die Lederhose, liebe Freunde. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns nicht für so einen Slim-Fit entschieden, sondern fast schon straight, mit aber einem leichten Schlag hier unten. Wir haben hier ein Kunstleder verwendet. Für mich hat sich die Frage am Anfang gestellt, verwende ich Echtleder oder Kunstleder, nachdem ich dann aber gesehen habe, dass Echtleder nicht so ein krasses Abfallprodukt ist, sondern hier sehr wohl Tiere gezüchtet werden, nur um Klamotten draus zu machen. Und ihr wisst, was ich für ein Pelzgegner bin, war für mich die Sache klar, ich verwende Kunstleder. Das Kunstleder selbst fühlt sich sehr, sehr gut an. Wir haben innen nochmal einen Stoff eingenäht, der dich nichts von dem Leder spüren lässt, sondern wirklich angenehm dann auf der Haut liegt. Und hier unten wurde das Ganze nochmal verfeinert mit dem Stacheldraht, der sich auch mit diesem Rave-Club-Szenenthema so ein bisschen durch die Kollektion zieht. Werden wir dann auch später beim Buckethead noch sehen. Auch hierzu zieht man den Fit an mir. Das Ganze fittet leicht baggy, aber nicht so krass wie die Jeans selbst. Bin sehr, sehr begeistert von der Hose. Bringt auch mit dem Hemd in der Kombination so eine andere Optik von Schwarztönen. Und dieses Spiel mit den Schwarztönen gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Kommen wir zum vorletzten Produkt vorne und das ist unser Buckethead. Und hier seht ihr jetzt schon, auch hier wurde ein Stacheldraht verwendet. Der ist diesmal allerdings aus Echtleder gemacht. Hier wurde sehr wohl Abfallprodukte verwendet. Zu den Bucketheads selbst, die sind sehr, sehr rare, Freunde. Also das sind alles einzeln angefertigte Unikate. Die wurden nicht mit der Maschine gemacht, sondern das ist alles Handarbeit. Das wurde alles per Hand angenäht von einem Künstler in Berlin. Jeder, der den Hut hat, hat ein Einzelstück in der Hand. Auch dieses Distress wurden alle per Hand gemacht, deswegen gibt es ja auch nicht sonderlich viele Bucketheads davon. Vorne haben wir noch ein MEM Stitching, das wurde sehr wohl mit der Maschine gemacht, logischerweise. Es ist one size fits all. Ich trage das MEM Logo meistens auf der Seite oder eben nach hinten, je nachdem, wie ihr das wollt. Gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut und fügt sich auch gut in die Kollektion ein. Das zum Buckethead. Die Cap, liebe Freunde, die kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Vielleicht kann ich die euch aber schon hier einblenden. Ansonsten kommt ihr auf jeden Fall nochmal auf MEM Vienna. Die ist einfach noch nicht da, die kommt erst am Freitag, wenn die Kollektion da ist. Alle Produkte, die ihr bestellt, das hätte ich fast vergessen, bitte. Man kennt mich mittlerweile zu diesem Nagellack-Thema, ich musste da relativ viel einstecken. Ich habe das jetzt lange getragen, fühle es immer noch, auch wenn ich nicht mehr alle Nägel lackiere. Deswegen war für mich ganz klar, wir bringen unseren eigenen Nagellack heraus. Den habe ich hier jetzt in den Farben Weiß und Grau, kommt aber noch in einigen anderen Farben. Das ist der Lack of Confidence. Wer ihn trägt und ihn auftragt,
hat den Lack of Confidence. Wer ihn nicht kauft, weil er so ein bisschen struggelt und meint, ja, das Männerbild ist immer noch so veraltet wie früher, der hat Lack of Confidence. Ja, die werden dann in einigen Farben nochmal auf der Homepage erwerblich sein. Zum Packaging, Freunde, ganz klar. Ein Moet kaufst du auch nicht im Tetrapack, sage ich immer. Wir setzen hier auf hochwertige Verpackung, diesmal allerdings regional. Diese Magnetboxen sind nicht nur noch hochwertiger, sondern auch noch nachhaltiger produziert, da wir viel weniger Transportwege haben. Die werden in der Steiermark, 2 Kilometer von unserem Produktionszentrum, angefertigt. Jedes einzelne Produkt kommt in dieser hochwertigen Box mit Magnetverschluss und wird hier dann eingepackt und nochmal mit dem klassischen MEM Signature Seidenpapier verpackt. So kommen eure Produkte bei euch zu Hause an. Das ist alles, was es zur Kollektion zu sagen gibt. Ich hoffe, ihr seid am Freitag dabei, 19 Uhr, nichts vergessen, holt euch euer Piece. 3 bis 5 Werktage später ist das Produkt dann bei euch zu Hause, weil übers Wochenende ganz viel gearbeitet wird, damit das möglich ist. Ich hoffe, euch gefällt die Kollektion. Lasst mir gerne ein Feedback da. Wenn ihr noch Fragen habt zu Größen, Fittings oder Sonstiges, meldet euch sehr, sehr gerne unter dem Video. Ansonsten alle Informationen wie Preise, wie fallen die Produkte aus, wie sehen sie am Körper aus, wie ist die Größentabelle, findet ihr alles nochmal auf MEM Vienna in der Instagram-Story. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer ich freue mich unfassbar, wie gut die Produkte bei euch ankommen. Es war 1 Jahr lang Arbeit. Ich bin froh, dass das Ganze endlich geschafft ist und dass ihr die Produkte kaufen könnt. Ich hoffe, ihr seid am Freitag am Start. 19 Uhr, seid dabei beim Drop von MEM Erotica. Das war's von mir, euer Maximilian.